der, wie das Licht auf den Korpus fällt. Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian's How to Plays, der mit dem Hut. Heute machen wir wieder einen Produkttest. Und zwar von der Ibanez. Und jetzt muss ich mal kurz aufs Produktblatt gucken. Ibanez AirGit 20FE SBF Sapphire oder Saphir Blue Flat. So, das ist die Bezeichnung dieser Gitarre. Einfach ein geiles Instrument. Schaut euch das an. Aber wir werden jetzt ganz nah und ganz detailliert an die Gitarre rangehen. Diese Gitarre hat mir freundlicherweise Ibanez bzw. Meinl zugeschickt, dass ich die mir mal anschaue und mal teste und mal gucken. Vielleicht wird ja mein Urteil nicht ganz so hart ausfallen wie bei der letzten Ibanez. Nein, ich finde die schon sehr, sehr geil und wir gehen jetzt einfach mal ganz detailliert auf die und in die Gitarre rein. So, ja, hier haben wir jetzt die AirGit 20FE, sage ich jetzt einfach mal immer dazu. Ihr seht, wir haben hier keine Bindings auf dem Griffbrett. Das wurde in den letzten Jahren immer schon bei, ich sage jetzt mal, hochwertigen Gitarren, bei Prestige-Gitarren gemacht. Und ich sag mal, das komplettiert den gesamten edlen Eindruck der Gitarre. So, hier haben wir jetzt den hinteren Teil des Halses und ihr seht hier schön dieser Verlauf des ganzen Finish des Halses. Wir haben einen durchgängigen Hals. Es gibt halt viele Leute, die sich von einem durchgängigen Hals sehr, sehr viel versprechen. Besseres Sustain, schöneres Spielgefühl. Ich finde einfach, dass es einfach sehr, sehr schön aussieht. Sieht sehr, sehr geschmackvoll aus. Und wir gehen jetzt einfach mal auch richtig schön detailliert an die Gitarre rauf. So, das ist jetzt hier der Korpus und da könnt ihr echt mal wunderschön diese Lackierung sehen. Es ist halt jetzt, oder das Finish, es ist jetzt nicht glanzlackiert, sondern man fühlt hier schon so diese Maserung des Holzes. Man sieht auch hier an den Ecken leichte kleine Macken. Das ist sehr, sehr schön. Das ist einfach so ein bisschen natural gehalten. Hinten dann der Gurtpin und da hinten dann die Bridge. Wir haben jetzt hier ein Esche-Korpus mit Satin-Finish und ihr seht, das ist so ein bisschen wie, ja, man wird so beim Auto sagen, Effekt-Lack. Ich muss so sagen, je nachdem wie das Licht auf den Korpus fällt, desto anders oder intensiver wirken hier die Farben. Hier haben wir dann den Eingang. Da muss man sagen, das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hat man das so richtig schön rein oder dass dass auch hier der Gurt sich, ach der Gurt sage ich, das Kabel so richtig rein verläuft oder hier so einen eingelassenen Input-Plug. Das ist, ja, das hat jetzt so keine richtigen Vor- oder Nachteile. Hier sehen wir den Kill-Switch, den ich auch dann im Soundtest genau beleuchten werde. Wenn jetzt hier hinten seht ihr EMGs aktive. Am Hals haben wir den 60er, den berühmten, und hier an der Bridge haben wir den 81er. So wie es Generationen von Metal-Gitarristen schon immer spielen. Ihr seht hier, ist halt alles schon so, hier noch so ein bisschen offen, finde ich aber schön. Finde ich sehr, sehr schön. Dann halt hier hinten die gefixte Brücke oder halt die feste Brücke von Ibanez. Ja, das ist jetzt eine Gibraltar Standard 2 Brücke. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen zum Hals hin. Wie wir sehen, haben wir hier 24 Bünde. Da. Und die Seitenlage ist nahezu perfekt. Ich muss halt ein bisschen drauf
was dran einstellen, aber es ist okay. Ja? Durch diese Punkte hier, dadurch, dass es das Griffbrett ist aus Ebenholz, wir haben einen siebenteiligen Ahorn-Walnuss-Hals hier hinten und dadurch, dass halt dieses Griffbrett so dunkel ist, haben wir hier diese weißen Punkte, stechen doch sehr, sehr stark heraus und da kann ich dann alles so gut wie alles sehr, sehr komfortabel spielen. Also ich hatte jetzt keine großartigen Probleme dabei, hier auch irgendwelche Licks zu spielen auf dem Griffbrett, weil hier uns halt diese Inlays fehlen. Es gibt halt Leute, die stören sich sehr daran, aber manche Leute finden es einfach auch schön, wenn einfach auf dem Griffbrett nichts ist. Ich finde es schön, dass das so dunkel ist. Und ich finde aber auch, es hätte auch ein helles Griffbrett hier sehr, sehr gut dazu gepasst. Aber das ist alles Geschmackssache. Hier haben wir den 12. Bund. Wir haben eine Mensur von 25,5 Zoll oder 648 mm. Ja, da gucken wir uns das alles gleich nochmal genauer an. Und das Halsprofil nennt sich hier Wizard-Halsprofil. Also es ist so die Frage, ob man jetzt flaches Griffbrett möchte oder ein etwas breiteres. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Es gibt durchaus schmalere Griffbretter. Das Halsprofil fand ich aber sehr, sehr ansprechend. Es war wirklich gut zu bespielen. Und ihr seht auch hier die Seitenlage. Ich habe das perfekt eingestellt. So. Auch die Bünde sehr, sehr gut. In der Jumbo-Bünde 24 Stück. Ja, wir haben die Sattelbreite, sind 43 mm bzw. 1,69 Zoll. Und im letzten Bund 2,28. Ja, das ist hier für die Datenfreaks. Einmal nochmal kurz hier hinten. Wir haben hier einen Dreiballschalter. 1, 2, 3. Und ihr seht hier, das ist hier ein bisschen besser gelöst als zum Beispiel bei dem letzten Video mit der Mick Thompson. Da sieht man halt nicht so ganz billig das Holz, sondern es ist schon besser, es ist schon schöner. Es ist komplettiert einfach hier den ganzen Anblick. Und hier haben wir halt dann den Volume Poti und hier unten dann der Killswitch. Ich finde nur den Killswitch hier, das muss ich dann vielleicht nochmal beim Soundtest zeigen. Ist halt hier so ein Schalter. Und der Schalter, ja, der lässt sich ein bisschen schwer, also man muss schon ein bisschen Druck ausüben und dann wackelt die ganze Gitarre. Ich hätte mir eigentlich so einen Druckknopf gewünscht. Damit kann man dann halt auch ein paar Licks machen, zum Beispiel vom Buckethead, das berühmte Riff, oder auch von anderen, und das kann man hier ein bisschen schwer machen, da muss man immer so machen. Und ihr seht auch schon hier, wie das alles dann wackelt. Ist ein bisschen schade, ist ganz cool, um die Gitarre einfach zu muten. Zack, zack, zack. Und dann braucht man nicht immer hier den Poti zu belasten, immer so durch diese Drehen. Das ist da halt sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir mal hier hinten hin zur Halsplatte. Halsplatte gewohnt von Ibanez, sehr schön. Auch hier wieder das Finish drin, nicht einfach nur blau, sondern auch alles wunderbar. Die Gitarre kostet übrigens 800 Euro, ist komplett neu, also ist jetzt noch nicht überall zu haben. Und ihr seht jetzt hier hinten, ich drehe mal einmal die Gitarre um. Wir haben hier Locking-Mechaniken. Seht ihr das? Hier. Ja, was ist denn das? Was sind denn Locking-Mechaniken? Und zwar, also erstmal sind die ganzen Mechaniken, die nennen sich, Moment, muss ich einmal kurz einmal schauen. Also Hardware ist generell Cosmo Black. Und wir haben, ja, das hatte ich auf dem, doch, Magnum Lock oder Goto Magnum Lock Mechanik. Und zwar ist das halt so, dass hier die Gitarre dann reinkommt und dann wird die halt gelockt, die Gitarre, die Saite kommt hier rein, die wird gelockt, also hier unten kann ich halt rumdrehen und dann brauche ich halt hier die Saiten nicht mehr aufwirbeln. Das machen heutzutage schon viele Hersteller, sieht man eigentlich eher bei etwas teureren Gitarren. Gut, 800 Euro ist jetzt natürlich auch nicht billig, aber die gesamte Gitarre würde eher an ein Prestige-Modell von Ibanez erinnern, als jetzt, ich sage jetzt mal, das ist gehobenes Mittelsegment, 800 Euro. Und ich bin so eine Qualität und auch der Sound, die ganze Verarbeitung bin ich eher von den etwas höherwertigen, also alles ab 1000 Euro, 1200 Euro, 1200, 1500 Euro von Ibanez gewohnt.
Und das ist hier zum Beispiel auch mit den Locking-Mechaniken oben eine sehr, sehr schöne Sache. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nee, es ist besser, die Seite aufzuwirbeln. Kann man natürlich auch machen. Hier ist alles frei. Und hier oben haben wir dann hier von dem der Spannstab für den Gitarrenhals. So, ich glaube, jetzt habe ich auch alles hier gezeigt von der Gitarre. Noch einmal schön. So. Schön einmal über die Gitarre nochmal drüber gehen. Und dann gehen wir jetzt auch gleich in den Soundtest rein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ah, vielleicht nochmal kurz hinten schauen. Mal hier für die ganzen E-Bereich. Und dann halt hier. Da geht's doch mit einem Clipping. Ich musste das übrigens, die Batterie von Werk aus, die hat ungefähr eine halbe Stunde gereicht. Hier kommen die Seiten rein. Auch sehr, sehr schön, dass es hier so leicht versetzt ist. Das zeigt, dass man sich auch ein bisschen damit dann auseinandersetzt. Und hier sehen wir nochmal im Detail den Neck-Through. Wie gesagt, eine sehr, sehr geile, schöne Gitarre für einen sehr, sehr moderaten Preis. Für mich eine der besten Gitarren jetzt in der letzten Zeit. Und mit D'Adrio-Saiten drauf, um mal Werbung dafür zu machen. So, ja, ich glaube, das wär's. Und dann gehen wir mal in den Soundtest rein von diesen beiden Schätzchen hier. Von dem EMGs 8160. So, willkommen zum Soundtest und ich spiele jetzt am Anfang erstmal ein bisschen was mit Verzerrung für die härtere Fraktion unter euch. Ihr seht, die Gitarre hat mega viel Dampf. Das kommt natürlich hinten von den aktiven Tonabnehmern. Ich habe jetzt gerade hier über die Bridge gespielt. Ich spiele euch nochmal was aus dem Metal-Bereich vor. So, das waren jetzt ein paar Metal-Riffs und ja, ich spiele jetzt mal so ein bisschen und ein paar Solo-Licks, ein paar Melodien. Könnt ihr euch das auch nochmal dann reinziehen. Schalte mich dazu jetzt mal nach vorne auf den Stegtonabnehmer. Nicht auf den Stegtonabnehmer, auf den Halstonabnehmer. Musik.
Und ihr merkt da auch dann direkt den anderen Sound im Gegensatz hinten zum Bridge. Und auch von hinten. Einmal in die Mitte. Auch das einmal kurz von vorne. Das Ganze auch einmal mit dem vorderen Tonanheber. Und jetzt spielen wir mal ein paar cleane Sachen. Das Ganze mal hinten über den Bridge-Tonabnehmer. Soundbeispiele. Ich hatte eigentlich noch vor, die Gitarre auf Normal zu stimmen, weil die war jetzt auf Drop Cis, aber das schenke ich mir jetzt mal. Die klingt normal einfach genauso, wie sie jetzt auch runtergestimmt klingt. Ich gehe auch davon aus, dass wenn sich Leute die Gitarre kaufen, dass sie sie eher dazu benutzen werden, auf Drop-Stimmung zu spielen, als auf Normal, aber auf Normal geht sie auch ganz, ganz normal. Was ich jetzt noch nicht so gezeigt habe, ist der Killswitch. Den müssten wir vielleicht auch noch mal einmal kurz uns anschauen. Wenn ich hier den Killswitch betätige, ist halt der Sound weg. Hier mal ein bisschen. Blöd ist halt, ne, dieser Schalter ist halt sehr, sehr, was ich ja schon vorhin gesagt habe, ein bisschen schwerfällig. Und dann kann ich mal, dann kann ich halt so ein paar Riffs halt vergessen, die ich zum Beispiel von Buckethead, ne, das Jordan-Riff, dieses, wo man dann halt immer so drauf tippen muss. Das kannst du hier vergessen. Sehr, sehr schwierig.
aber ich benutze den Eye quasi eigentlich nur dazu, um die Gitarre dann zu muten, anstatt halt immer den Pot hier auf und zuzudrehen. Ja, sehr schön. Also die Gitarre ist sehr gut, lässt sich sehr, sehr gut bespielen. Hat, wie gesagt, auf Normalstimmung kann man sie genauso spielen wie auf der Dropstimmung. Bei der Dropstimmung muss man halt hier hinten nur ganz kleines bisschen die Saiten noch einmal anpassen, aber das ist ja bei jeder Gitarre auch so. Und ich finde, sie ist halt sehr stimmstabil, oben einmal durch die Locking-Mechaniken und auch ja, generell so ist sie sehr, sehr stimmstabil. Also ich habe sie auch mal 2-3 Tage stehen lassen und dann war sie eigentlich gar nicht verstimmt. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Gitarre. Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Griffbrett, wie gesagt, hatte ich ja auch schon vorhin erwähnt, ist natürlich Geschmackssache, ob da jetzt Inlays drauf sind oder nicht. Aber ansonsten passt einfach das insgesamte Bild von der Gitarre und für so wenig Geld kann man da ganz, ganz genüsslich zuschlagen und hat eine sehr, sehr gute und vor allem auch robuste Gitarre. So, ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Schaut bei Session vorbei, bei meinem Partner. Die Gitarre gibt es allerdings auch noch nicht bei Session zu kaufen. Schaut bei meinen anderen Partnern Ibanez bzw. Mesa Boogie, Diadrio bzw. Meinl vorbei. Guckt euch da einfach mal so ein bisschen um. Ihr könnt mir natürlich auch immer gerne Gitarren empfehlen, die ich euch quasi testen soll. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Christian von Christian's Outplays, den mit dem Hut. Macht's gut. Ciao, ciao.